keine schriftliche. Das heißt, ich konnte dementsprechend dem Anliegen der Familienkasse nicht gerecht werden, indem ich sage, okay, ich reiche das ein. Deswegen bin ich zum Arbeitsamt, habe gefragt, so, hey, so und so sieht's aus. Jobcenter macht mir da ein bisschen Ärger, sage ich mal. Nee, nicht Jobcenter. Hier, Familienkasse. Familienkasse macht mir da ein bisschen Ärger. Was kann ich. Was kann ich da tun? Und dann wurde mir schon gesagt, ja, sie machen ja dieses EQJ, Einstiegsqualifizierung. Das ist geringfügig verdienender Ausbildungsvertrag. Den können sie auch hinschicken. Das nehmen die auch an. So, ja. Und weil, wie gesagt, meine Mutter das schon rausgehauen hat und ich, naja, ihr das auch abkaufe, wenn sie sowas raushaut, bin ich ganz ehrlich, weil sie sowas auch dann auch wirklich durchzieht, habe ich halt gesagt, bin ich gleich nebenan zum Jobcenter-Schalter und habe gefragt, so, hey, so sieht's aus. Meine Mutter hat schon rausgehauen, dass sie mich rausschmeißen will wegen den und dem. Was kann ich da machen? So. Und da wurde mir schon auch schon gesagt, so, wenn es wirklich hart auf hart kommt und wirklich da gar nicht mehr geht, in dem Sinne. Und dementsprechend das wirklich durchzieht, meine Mutter auch. Soll ich mich denn bei einer bestimmten Adresse melden? Die Adresse habe ich dann da bekommen. Das war so eine Beratungsstelle für in Not geraten, also ich nenne es mal in Not geratenen Leute, die jetzt keine Unterkunft mehr kriegen. Also hauptsächlich für Jugendliche. Und ja. Dementsprechend habe ich mich dann. Habe ich die ganzen Sachen halt mitgenommen und schwuppdiwupp. Paar Tage später, wenn ich sogar. Noch ein Tag oder 2 Tage später kam dann ja du her mit einem Schlüssel. Ja, du bist abgemeldet und kannst noch bis übers Wochenende bleiben, weil ja die ganzen Geschichten zu haben, aber Montag bist du raus, auf gut Deutsch. Und dann dachte ich mir, ja, super. Ja, und bin dann zu dieser Auffangstation für Jugendliche, nenne ich es jetzt mal liebevoll. Also zu dieser Beratungsstelle und hab denen da auch erklärt, so und so sieht's aus. Ich habe dementsprechend keinen Platz zum Pennen und so. Und dann meinen sie ja, okay, im Hotel oder so haben wir momentan alles voll. Aber wir werden mal schauen, wir werden mal anrufen, wo ich denn Platz für sie finde. So. Und dann, ich so, ja, bin ich da, weil Hauptsache nicht unter einer Brücke. Ich meine mal, ein bisschen kalt wäre das gewesen. So, und da wurde mir schon gesagt, nee, nee. Unter Brücke brauchen sie nicht schlafen. Ja, dementsprechend
wurde auch was gefunden. Gut 2 Monate später, ja, bin ich dann, habe ich dann meine eigene Wohnung gefunden. Und ich bin auch ganz froh, weil jetzt habe ich niemanden, der mir auf gut Deutsch das Wort aus dem Mund klaut, sage ich mal. Der mir sagt, so, so läuft der Hase, und wenn es nicht so läuft, kannst du einpacken. Einpacken auf gut Deutsch. Ja, dementsprechend. Okay. Dementsprechend bin ich da auch ganz froh. Ich habe, auch wenn, wenn mit harten Zeiten, habe ich sogar eine sehr, sehr liebe Freundin gefunden. Also bin mit einer ganz lieben Person zusammen. Mit dem mir wertvollsten Menschen auf der Welt. Bin ich ganz ehrlich. Und also wir kannten uns zwar, waren zwar schon zusammen, bevor ich bei meiner Mutter raus bin, allerdings dementsprechend war ich, hatten wir lange Zeit auch eher weniger Kontakt und so. Das war aus bestimmten Gründen, sage ich mal, nicht möglich. Aber naja, im Großen und Ganzen, wir sind jetzt über ein Jahr zusammen. Und also kennen uns auch schon seit über einem Jahr, aber auch über ein Jahr zusammen. Und ich bin ganz froh, weil diese Person hat, auch ohne dass ich von der Person gehört habe, hat diese Person mir die Kraft gegeben, den ganzen Scheiß durchzustehen. Weil wer da jetzt echt alles, was groß gesehen passiert ist, sage ich mal, ist zwar passiert, kann ich nichts ändern, aber es ist wenigstens ein bisschen was Schönes, sage ich mal, weil ich habe sie jetzt, und ach ja, da oben geht's ja nicht. Und ich würde sie auch nie wieder hergeben, bin ich ganz ehrlich. Ich kämpfe für unsere Beziehung, und dementsprechend ist das immer so eine Sache, so, wie kann ich das Momentane noch steigern? Wie kann ich, ja, wie kann ich schön, meine Nachbarn. Ich höre wieder meine Nachbarn. Wenn die jetzt meckern wegen mir, ist, haben sie Pech. So. Cobblestone. Was haben wir denn noch? Cleanstone, Ziegelstein. Obwohl eigentlich einfach Stein. Weil dann kann ich, weiß ich, okay, alles was mit Cobblestone zu tun hat. Stein. So, dann machen wir hier Holz. So, dann kann ich hier eigentlich schon mal das, das reinpacken. Da kann ich den, den reinpacken. Also schön Cleanstone. Dings, Eiche, Fichte, so. Wenn ich jetzt da, da mache,
Ein frei, zack, zack, ein frei. Nee. Zack, zack. Ah, Mist. Machen wir das so. Ja, hier so. Bauen dann hier für einen Moment. Ich baue dann da eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Eins, zwei, zack, eins, zwei, zack. Voll. Nee, warte mal. Sind wir hier? Da? Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Hauptsache ist erstmal ausgeleuchtet, damit ich hier keine Creeper oder so unten habe. So. Schon mal die Erde habe ich ja auch voll viel. Das packe ich jetzt erstmal hier mit rein. Einfach damit ich hier erstmal genügend Platz habe, um hier ordentlich was mitzunehmen. Granit ist ja auch eigentlich Stein. Da muss ich ja, glaube ich, wirklich eine komplett mehrere Kisten schon machen, weil okay. Du ab. Na? Achso, ja. So. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das folgendermaßen. Da Cobblestone. Obwohl, nee, es das heißt ja jetzt. Ach, egal. Cobblestone. Eigentlich heißt es ja jetzt Bruchstein, aber naja. Egal. Ach, nee. Warte, jetzt habe ich es total verplant. Ich wollte doch. Ich nenne es dann doch Bruch. Ah, nee, Cobblestone ist so bekannter. Cobblestone. Zack. Ups. Irgendwie habe ich jetzt gerade einen Screenshot gemacht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. So. Machen wir da Holz. Zack. Ah, okay. Ich habe da, glaube ich, auf der Taste, glaube ich, muss ich kurz mal schauen. Steuerung. Chat ist, ist. Nee. Screenshot ist F2. Wieso? Muss ich jetzt nicht verstehen. Stream-Werbung ein. Achso, das ist für Twitch. Für Twitch muss ich jetzt nicht verstehen, wieso er da jetzt Screenshots macht, wenn ich die Pfeiltaste benutze. Aber okay, dann machen wir das anders. Chat-Einstellung, Chat verstecken, ganz einfach. So. Hier muss ich halt die ganzen Dinger mal löschen. Nachher, die da dann entstehen. So. Genau. Holz dahin. Dann machen wir da die Erde rein. Zack. Granit, 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 Erde, Erde, so. Dann machen wir hier Cobblestone rein. Bruchstein. So, ja. Nee, das ist
schon scheiße. Irgendwie ist das ja doch ziemlich scheiße. Oder ich baue wirklich noch eine Etage tiefer, dass ich hier erstmal nur die, sagen wir mal, Steinarten mache. Also die Blockarten, sag ich mal. Na, egal. Werde ich später vielleicht nach unten hin erweitern. So. Ich brauche Holz eigentlich. Beziehungsweise noch mehr Schilder. Kiste. Dich nehmen wir auch gleich mal mit. Da haben wir noch Schilder. So, Holz, Erde, Stein, Kabel. So, zack. Und die Einzeltruhe, komm. Bauen wir mal dahin. So, da haben wir Cobblestone. Dann baue ich hier mal Granit rein. Granit. Na. Granit. Hier mal. Diorit und Andesit. Kann ich eigentlich beides hier reinhauen? Diorit, Andesit. Ja, mache ich oben an Diorit und unten Andesit. Moment, merken. Diorit, Andesit. Okay. Diorit, Andesit. So. Diorit Andesit. So, und Kies Sand, Sandkies, Sand Kies machen wir dann auch in eine Kiste. So, Sand nach oben, Kies nach unten. So. Wieder. Will ich jetzt da in die Ecke haben, dann kann ich so schnell noch mal sneaken. Schauen so. Okay. So. Ein bisschen Form nimmt es ja schon an. Was ich hier oben mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt hier oben auch Schlafzimmer hin und unten eher Wohnbereich. Wäre ja auch mal nett. Was ich hier auf jeden Fall hier rein will, haben will, ist das Flint. Da werde ich nicht so viel von kriegen, ne? Eisen, die Buckets schmeiße ich auch mal da kurz rein. So. Ja, ich brauche eigentlich mehr Kisten. Das ist das Problem. Aber die hier ist so extremst voll noch, dass ich, also die Kohle, die kann ich hier auffüllen. Zack. Dann habe ich die schon mal nicht mehr im Inventar. So, das
dass das ich brauche mehr Holz. Ich brauche viel mehr Holz. Habe ich die? Nee, ich habe die Setzlinge nicht dabei. Kann ich vielleicht mal ich hau erstmal alles wieder hier rein kurz, damit ich erstmal Holz hacken gehen kann. Ich nehme nur die Fichtensetzlinge mit. Ja. Ich habe drei Äxte, das sollte erst dann auch reichen. Mitten in der Nacht, das war klar. Na komm. So, einmal kurz. Ja, ich weiß. Wie kann er nur mitten in seiner Aufnahme was trinken? Ein Spider. Schönes tagsüber sind sie ja nicht aggressiv. Zumindest nicht, solange man sie angreift. Creeper. Weg, 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 weg. Da fliegt es hinterm Baum. Alter, diese nervigen Creeper. Ich werde das auch nur grob vollfüllen. Also sprich nicht komplett, sondern wirklich nur grob, damit das nicht so wirklich zu sehen ist, dass hier Creeper explodiert sind. Natürlich reicht das nicht. Einmal kurz nach Hause. Bin zum Keller, wo wir die Erde haben. Obwohl so viel werde ich nicht brauchen. Zwei Stacks werden schon reichen, wenn es hochkommt. So was passiert, wenn man sich mit Creeper anlegt und Creeper Freunde hat. Beziehungsweise Creeper seine Brut erholt. Der Creeper können einfach nicht alleine kämpfen. Die müssen immer, die sagen immer, ey Alter, ich hole meinen Bruder. Ich hole meine Brüder. Zack. Weil ich sowieso Holz hacken wollte. War ein bisschen doof, weil eigentlich dadurch, was natürlich an Holz verschwinden kann. Aber okay. Alter, erschreck mich doch nicht so. Ich weiß, irgendwo bist du hier.
Da. Komm her. Nervt die mich wenigstens nicht. So, irgendwo hier wird auch noch mal ein Baumstamm doch bestimmt sein, genau. Haben wir? Hat gerade mal 29. Das gibt's ja wohl gar nicht. Ich will da mindestens ein Stack. Keine Angst, ich werde auch wieder Bäume pflanzen. Das mache ich nur am Ende, weil dann fallen noch ein bisschen Setzlinge runter. Und nein, ich werde das Schwein nicht töten. Nee, ich habe irgendwie. Das kann ich später vielleicht noch gebrauchen. Züchten und so. Deswegen werde ich jetzt erstmal keine Tiere mehr in dem Sinne töten, bis ich meine Farm aufgebaut habe. Beziehungsweise unsere Farm, weil ich will ja das Projekt mit euch zusammen machen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich bauen soll, sagt's mir, ich baue's. Ich mache eure Drecksarbeit auf gut Deutsch. Naja, sagen wir es mal so, ein Baubimbo braucht man ja immer. Damit will ich jetzt nicht rassistisch klingen, aber damit ist jetzt nämlich auch nicht das eigentliche Bimbo, die eigentliche schlimme Bimbo-Bezeichnung gemeint, sondern eher so Packesel. Jeder braucht man Packesel. Auf gut Deutsch. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ach ja, ich wollte ja noch ein paar Bäumchen pflanzen. Deswegen, das mache ich jetzt auch. Ja, hier, zack, 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 zack. Recht hier. Erst recht hier. Wo so viel, plötzlich so viele Bäume fehlen. Ich weiß nicht, wer es immer ist. Irgendjemand klaut mir hier immer die Bäume. Schlimm. Ein hier oben drauf. So. Zack. Ah, da wird's nichts. Aber da vielleicht. So, hier noch vielleicht ein, da ein, da ein. So, da. Altbekanntes Lied, was einigen ziemlich auf die Nerven geht. Mir eingeschlossen. Jetzt hängt da oben bestimmt wieder ein Stück Holz, genau. Ich doch. Hier hängt schon wieder Holz. Das ist schon grässlich. Wenn du einmal so ein Stück Holz da hängen lassen lässt, dann gleich die ganzen Blätter natürlich auch hängen. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, Kisten. Genau, ich wollte ja Kisten machen. Zack, zack, 32 Kisten sollten erstmal reichen. War auch
nur ganz, ganz knapp.